Liebe Löwen, hier kommt eure Monatsorakel für den November. Und ich ziehe für euch wieder Karten und wir schauen rein, was sich bei euch zeigt. Hier haben wir den reichen guten Herrn. Also jemand meint es gut mit dir. Muss nicht unbedingt nur wirklich finanzieller Reichtum sein, aber eben jemand, der reich ist, vielleicht auch an Gefühlen für dich. Jemand mag dich ganz besonders, jemand ist wohlwollend zu dir. Es kann auch eine Dame sein, weil es ein Kollektivorakel ist. Und da, ja, also kommt es nicht so sehr auf die Geschlechter an. Dann haben wir Mühe und Arbeit. Okay, also das kann sein, dass du wirklich ja viel zu tun hast, viel Arbeit hast. Vielleicht geht es dir auch in der Arbeit selber nicht gut, in deiner Arbeit, wo du angestellt bist oder selbstständig. Und da kommt jemand, ein reicher, guter Herr, der dir hilft. Vielleicht lässt du dich auch beraten. Das könnte unter Umständen auch ein Anwalt sein, ein Steuerberater, wer auch immer, der dir hilft, wenn du da nicht weiterkommst. Ja, und dann haben wir das Gefängnis, genau. Also es kann sein, dass du dich wirklich gefangen fühlst. Vielleicht steckst du in einem Arbeitsvertrag, wo du dich nicht wohlfühlst und eben, ja, du bist gefangen und der reiche, gute Herr kann dir helfen, ne? Also wenn es in dem Monat darum geht, dass du Rat brauchst, dann hol dir Rat. Oder wenn schon jemand an einer Seite ist, der dir Rat geben kann, dann frag doch bitte nach. Ja, das ist ganz wichtig. Die Person kann dir helfen. Es könnte auch eine Dame sein. Und dann haben wir noch, oh, das Liebesglück. Wow. Also, ja, in der Arbeit ist es schwierig und anstrengend, aber dafür kommt das Liebesglück für dich. Das kann natürlich auch sein, dass du wirklich einen neuen Partner kennenlernst oder mit deinem aktuellen Partner es wieder ein bisschen, ja, enger und fester wird und besser wird. Das wäre auch möglich. Aber das, ja, schaut ja eigentlich ganz gut aus für das Monat für dich. Und